Bist du etwa auch so müde wie ich? Okay, also wir müssen in das Holz loswerden, ja? Darauf brauchst du nicht zu würfeln. Es sind Holzscheite. Aha. Können wir die jetzt ins Feuer? Okay. Will nicht irgendjemand was unternehmen? Sir Drogelot? Drogelbecher? Im Charakter, bitte. Drog? Noch nicht, Lillegrim. Das Feuer soll ja noch die ganze Nacht halten. Ja. Leg dich ruhig hin. Ich passe schon auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Also vielleicht doch über... Ja, guck mal, die Augen gehen immer weiter zu, ne? Okay, noch einmal? Ah, ne. Okay. Ja gut, dann haben wir Drogelot. Sir Drogelot haben wir dann ausgeschaltet. Dann fehlt noch Petrulla, ne? Erschreck mich doch nicht so. Du siehst doch, dass ich den Kessel bewache. Ja, aber... Die Kobolde verhalten sich ruhig. Zu ruhig vielleicht. Was haben die Kobolde bloß vor? Warum setzen sie eine der größten Gedenkstätten des Königreichs unter Wasser? Mir ist ja mal was Ähnliches passiert. Aber das war ein Unfall. Und außerdem glaube ich auch nicht, dass die königliche Toilette wirklich als Gedenkstätte zählt. Na, das weiß ich nicht. Wenn du dich fragst, was ich hier treibe, ich braue natürlich einen diabolischen Zaubertrank. Naja, in Wirklichkeit ist es ein Beruhigungstee. Ich wollte eigentlich ein paar Kaffeedämonen heraufbeschwören, aber davon kann man so schlecht schlafen. Und wir brauchen ja unsere Kräfte für die Schlacht. Jetzt muss ich den Kessel bewachen, bevor er zu pfeifen anfängt. Der Wanderer hat so empfindliche Ohren. Okay. Wir haben Holz und wir haben einen Ball. Das heißt, wir bringen den ordentlich zum Pfeifen, damit er abhaut, oder wie? Gähn hier doch bitte nicht so rum. Weißt du denn nicht, wie ansteckend das ist? Und ich muss doch meinen Kessel bewachen. Ja. Klappt das wieder? Na? Okay, anscheinend nicht. Sag mal, wenn du eh noch aufbleibst, kannst du dann nicht auf den Kessel aufpassen? Ja, klar. Aha. Oh, prima. Dann kann ich endlich schlafen. Du weißt ja, wir brauchen unsere Kräfte für... die Schlacht. Okay, sehr gut. Das heißt, da ist jetzt niemand mehr da, der uns aufhalten könnte. Aber ich will erst mal mit ihm reden. Aber... Warum denn so aufgeregt? Ach, lass mich raten. Du hast mit dem Koboldkönig gesprochen und jetzt bist du wütend, weil es keine Schlacht geben wird. Freust du dich denn gar nicht, dass ich eine friedliche Alternative zum Kampf gefunden habe? Tja, aber was willst du dagegen unternehmen? Deine Freunde habe ich längst um den Finger gewickelt. Und solange niemand die Beherrschung verliert, wird das auch so bleiben. Sieh es ein. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Und du weißt doch, es gehört sich nicht, die Kontrolle zu verlieren. Also sei eine brave Barbarenkriegerin und leg dich etwas hin. Nein. Sieh es ein. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Wenn du das meinst. Du versuchst,
die Scheite in das Feuer zu legen. Mach mal einen Wurf auf Schleichen und Verstecken, damit Sir Drogelot nicht aufwacht. Geschafft! Die Scheite lagen im Feuer. Aber noch reichte der Druck im Kessel nicht aus, um etwas zu bewirken. Naja, das kommt noch. Wart mal ab. Gut, die Kugel steckte. Aber Kind, was tust du denn da? Dieser Lärm ist der Gruppenharmonie bestimmt nicht zuträglich. Ohne dich drängen zu wollen, vielleicht ist jetzt doch der geeignete Zeitpunkt für eine kontrollierte, bedachte Handlung. Wenn du mit der gebotenen Ruhe vorgehst, gelingt es dir sicher, den Druck vom Kessel zu nehmen, bevor ein Unglück passiert. Ich muss dich eindringlich bitten, diesen Ton abzustellen. Siehst du nicht, dass du die ganze Idylle zu zerstören drohst? Ich weiß nicht. Ja. Ja. Das ist doch zu den Waffen! Krieg. Man hat uns den Krieg erklärt! Ja. Blast das Horn! Das ist aber eine Trillerpfeife. Dieser Ton muss Ruhe bewahren. Es reicht. Ich halte das nicht mehr aus. Bei diesem Lärm kann man einfach nicht anders, als die Beherrschung zu verlieren. Zu den Waffen! Ja! Au! Da war der Blutdruck wohl was hoch. Endlich begann der lustige Teil des Rollenspiels. Vollkommen entfesselt stürmte die Gruppe auf das Schlachtfeld. Allen voran Lillegrim, die Wut entbrannt ihr Berserkerschwert kreisen ließ. Und während in der Anstalt die Würfel rollten, rollten in Hot, Motigur, Koboldköpfe. Manchmal war es offenbar doch angebracht, seiner Wut freien Lauf zu lassen. Die Schlacht war kurz. Die Kobolde hatten dem unbändigen Zorn der Gruppe nichts entgegenzusetzen. Die Pläne des Koboldkönigs waren vereitelt. Ja. Lillegrim fand den besiegten Monarchen unter einem Stützpfeiler des Staudamms. Lilly, arme, törichte Lilly, das war ein schrecklicher Fehler. Lillegrim wunderte sich noch, als sie über sich ein bedrohliches Knacken hörte. Die Erinnerungen kommen. Oder? Als die rosaroten Fluten verebbt waren, bot sich unseren Helden ein einmaliger Anblick. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Na, guck sich das einer an. Ich muss sagen, guck mal, da rechts ist Birgit. Ich bin schwer überwältigt. Wir sollten nicht hier sein. Ha! Du bist und bleibst ein Scherzkeks-Schnippel. Nein. Ich meine das ernst. Das Tal ist verflucht. Ich habe gehört, dass... Moment mal. Lilly? Was ist denn los mit ihr? Die ganzen toten Mitschüler. Ja, das hatte ich schon fast befürchtet. Kriegen wir jetzt Erfahrungspunkte? Oh, die arme Lilly. Hatte die Wahrheit gesehen. Sicher könnt ihr euch vorstellen, wie es ihr jetzt ging. Könnt ihr nicht? Tja, wer weiß schon, was so im Kopf eines kleinen Mädchens vor sich geht. Geht es dir gut, kleines Mädchen? Kleines Mädchen? Hallo? Alles klar bei dir? Ich hab mir Sorgen gemacht, weißt du? Spinn ich? Oder ist es hier gerade kälter geworden? Oh, oh, oh. Lilly, was ist mit dir los? So, wir können jetzt wütend werden. Tun lassen. Werden wir doch mal wütend. Gucken, was das bringt. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir jetzt nochmal mit den
Rollenspielern reden, dass wir da vielleicht Erfahrungspunkte bekommen, wie Petra das meinte? Du bist wahrhaftig eine tapfere Kriegerin. Ganz Hoth Motygor steht in deiner Schuld. Ja. Du? Es ist so deprimierend. Ich soll Erfahrungspunkte ausgeben, um ein Talent zu steigern. Ausdruckstanz, Musizieren, Schlösser knacken. Eigentlich will ich nichts davon können. Gibt es kein Talent wie sich mit seinem Schicksal abfinden oder Punkte vergeben, ohne dabei in eine Existenzkrise zu geraten? Peters Zaudern machte Lilly wütend. Konnte dieser notorische Nörgler nicht einmal die einfachsten Entscheidungen treffen? Am liebsten hätte Lilly ihm eine gescheuert. Doch etwas hielt sie zurück. Was denn? Ich meine, der ist doch jetzt besiegt, oder? Also der ist doch weg. Achso, wir haben jetzt hier eine Hand, guck mal. Oh, direkt den Zahn ausgeschlagen. Du hast ja recht. Ich erhöhe einfach Schlösser knacken und damit hat es sich. Da, behalte du ruhig den Charakterbogen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Boah, wie sich Lilly jetzt so langsam ändert, ne? Lilly wünschte sich, sie wäre so geschickt wie ihr neuer Rollenspielcharakter. Das hat Spaß gemacht. Du musst unbedingt mal wieder mit uns spielen. Drogelbecher? Du bist wahrhaftig eine tapfere Kriegerin. Ganz hochmutig. Ah, gut. Dann. Wartungsraum? Überwachungsraum? Nee, was... Was können wir denn jetzt machen? Wir haben einen Charakterbogen mit Schlösserknacken bekommen, ja? Na, ich denke, hier sind wir ja so weit durch, ne? Da wüsste ich nicht, wo wir noch weiter können. Ja, bei Miranda werden wir wahrscheinlich ja auch nichts machen können, oder? La 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 la. Oh, ich denke, hier geht's gut. Ich stricke für den Doktor, das wird mir gut bekommen. Ich stricke für den Doktor. Am nam 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 nam. Ja, sie hat Spaß. Ja. Ach so, warte mal, das war hier? Die Tür war fest verschlossen. Ja, können wir vielleicht hiermit? Lilly wünschte sich, sie wäre so geschickt wie ihr neuer Rollenspielcharakter. In Hoth Motygor wäre so ein Schloss jetzt kein Problem mehr für sie. Ach, also benutzt mal Harvey, um in die Trance-Welt zu kommen. Boogie. 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 Okay, ja, hier ist ja jetzt alles überschwemmt, ne? Wir können hier rüber. Lilly freute sich immer, wenn etwas übrig blieb, aber meist waren das nur Brotkrumen oder Knochen und so. Okay, und mit dem Pfeil knacken wir jetzt da das Schloss, oder wie? Oh. Es klang zwar verrückt, aber eigentlich hatte sie ja jetzt das Talent, Schlösser zu knacken. Geschafft. Das Gitter war offen. Sie fragte sich, ob